Kurz nach 13 Uhr, herzlich willkommen, gerade aufgebrochen hier vom Heumarkt in Köln an diesem wirklich unglaublich heiß werdenden Tag. Genau sechs Tage ist es die Wanderung an die Mosel her, wo ich mich auch so schön verbrannt habe. Diesmal habe ich vorgesorgt, schönen Sonnenschutz aufgetragen, Käppi habe ich aber trotzdem zu Hause gelassen, das wird mir einfach zu heiß, Leute. Ja, heute geht es auch nicht allzu weit, deswegen gehe ich auch erst so spät los, denn es geht etwa 23 Kilometer Richtung Bergisches Land, mehr verrate ich erstmal nicht. Und da werde ich mich dann mit einem anderen YouTuber treffen, den der ein oder andere von euch auch schon kennt. Da werden wir dann einen schönen Overnighter zusammen verbringen im Wald und da freue ich mich schon sehr drauf. Damit würde ich sagen, los geht's. Kurz vor 2, Kilometer 5, herzlich willkommen hier in der Nähe vom Katzenbuckel in Mülheim. Ich laufe jetzt hier gerade mal drunter her, um einfach mal so den Blick hier schweifen zu lassen auf die Mülheimer Brücke, auf den Rhein. Und Leute, es ist so heiß, es ist so brütend heiß. Und dazu habe ich ja gesagt, bin ich eingecremt mit Sonnenschutzfaktor 50. Und das haben wir wieder, das Thema Gerüche, ne? Leute. Wenn ich dieses plätschernde Wasser höre, diese Sonnenmilch rieche, ich bin gedanklich im Urlaub. Ne? Wie im letzten Video mit dem DEET, mit dem Insektenmittel, was für mich Freiheit ist, ist dieses. Das hat, glaube ich, jeder, der einmal wirklich im Sommerurlaub war. Plätscherndes Wasser in Verbindung mit Sonnenmilchgeruch, das ist einfach Urlaub und ein unglaublich, wie ich finde, beruhigendes Gefühl, entspanntes Gefühl und einfach Urlaub. Ne? Wenn es so brütend heiß ist, man hat das kühlende Wasser vor sich, wo man reinspringen kann, sitzt vielleicht an einem Swimmingpool mit saphirblauem Wasser, beziehungsweise die Fliesen in dem Pool machen das ja so schön saphirblau. Dazu ein kühles Getränk in der anderen Hand, vielleicht eine heiße Wurst oder sowas. Leute, geil. Ja, für uns wird dieses Jahr der Urlaub so ausfallen, dass wir an der Mosel 2 Wochen verbringen werden, weil ich habe gesagt, bevor nicht alle und jegliche Maßnahmen fallen gelassen wurden, werde ich mich in kein Flugzeug setzen. Diesen Stress werde ich mir nicht antun. Und so beißen wir halt in den sauren Apfel oder ist ja gar kein saurer Apfel. Mosel ist wunderschön, ne? Aber es ist halt kein Sommerurlaub. Und so eine Nummer am Pool, irgendwo im Süden, Kanaren oder sowas oder auch Mallorca, ne? Das ist halt, ist was anderes wie an der Mosel, auch wenn beides schön ist. Ich glaube, ihr versteht, ne? Urlaub im eigenen Land ist eine schöne Auszeit, aber kein wirklicher Urlaub, ne? Aber gut, werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Ja, und so würde ich sagen, gehen wir jetzt über den Katzenbuckel, veganer Müllem. Und ja, viel haben wir heute nicht zu tun, aber 18 Uhr ist Treffpunkt und da will ich natürlich nicht zu spät kommen. Kurz nach 3, Kilometer 8, Müllem litt damit auch hinter uns und jetzt müssten wir schon in Dünnwald sein, hoffe ich. Leute, es wird einfach nicht kühler, ne? Im Gegenteil, es heizt sich immer weiter auf. Jetzt gerade auf der Berliner Straße, da war es richtig brütend heiß, ne? So Asphalt und Beton, sowas speichert natürlich einfach die Hitze und gibt die dann einfach wieder ab. Aber gleich kommen wir wieder in ein schönes Waldstück rein und dann gibt es ein bisschen Abkühlung. Leute, irre, ne? Aber geil, wenn man dann so ein Ziel vor Augen hat, wo man dann sich so eine Erfrischung gönnen kann und zur Ruhe kommen kann. Das ist bei diesen Temperaturen einfach klasse, ne? Ja, und da denke ich dann auch immer mit Schrecken an meine Zeit bei den Ford-Werken zurück, als ich da in der Lackiererei in der Endkontrolle, Lack-Endkontrolle gearbeitet habe. Ja, da war es im Sommer auch, also war es das ganze Jahr über heiß, ne? Nebenan die Lackstraße mit den Trockenöfen, also. Und gerade im Sommer war es dann doppelt heiß und auch eine ganz, ganz unangenehme, chemische, künstliche Luft da drin. Dann überall dieses kalte Neonlicht und du hast da auf der Spätschicht mit 85 Grad Außentemperatur bei 100 Grad in der Halle gestanden. Ich übertreibe es gerade so, ne? Aber so heiß hat sich das angefühlt. Du musstest immer diese scheiß fusselfreien Anzüge anhaben.
Also es war die Hölle gewesen, ne? Und zur Pause bin ich dann immer raus aus der Halle und da konnte man dann eine Tür aufmachen, so einen Notausgang, und blickte dann direkt auf den Rhein drauf. Ne? Die Lackiererei, die grenzt direkt an das Nieler Rheinufer dran. Und dann saß ich da immer so richtig, Also ich kam mir vor wie Papillon auf seiner Gefängnisinsel, der nach Freiheit sich sehnte. So kam ich mir da in dieser Lackiererei vor. Leute, es war die Hölle gewesen. Ne? Und ja, ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen abgehärtet gegen diese Hitze-Sachen, ne? Da marschiere ich ja auch, scheißegal wie heiß es ist, ne? Klar bin ich am Maulen, aber das ist für mich kein Grund, wegen sowas zu Hause zu bleiben, ne? Weil ich halt weiß, wo es für mich wirklich schlimm gewesen ist. Und das war damals nämlich eben in der Lackiererei. Ja, ihr könnt ja selber mal nachdenken, was ihr schon für schlimme oder, ja, ich sag mal ein bisschen übertrieben, traumatische Erlebnisse in eurem Leben gehabt habt, ne? Woran ihr dann noch gewachsen seid und wisst, dass wenn man eben halt an sowas zurückdenkt, dann merkt man, dass die momentane Situation gar nicht so schlimm ist. Ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, jetzt müssen wir mal auf den Tacho gucken. Oh, geradeaus, ganz weit geradeaus. Von dem Wald, wo ich gerade von gesprochen habe, das dauert noch ein bisschen. Oder? Mal gucken. Dann gehen wir noch Höhenfelder, am Höhenfelder See vorbei. Kriegen wir vielleicht ein bisschen Wasser zu sehen. Ja. Und weiter geht's. Gleich 20 vor 4, Kilometer 14. Ja, da sind wir immer noch hier im Erholungsgebiet Dünnwalder Wald. Eben waren wir aber in Höhenhaus, also diese Grenzen da in Köln zu den einzelnen Stadtteilen, da das kriege ich irgendwie nie so richtig hin, gerade so die rechtsrheinischen Stadtteile oder die Stadtteile ob der Schelsig, ne, andere Rheinseite. Ist halt so, ja, wirklich kühler ist es hier auch nicht geworden, sondern eher schwüler, ne? Eigentlich ziemlich unangenehm, da war eben die Luft in Mülheim zum Beispiel trockener, aber etwas wärmer dafür, also wenn das so schwül dabei ist, dann wird es richtig unangenehm, weil einfach der Schweiß auf der Haut nicht mehr so verdunsten kann und damit eben auch nicht für Abkühlung sorgen kann. Ja, aber so ist das. Oh, jetzt verlassen wir auch den Wald hier schon wieder, sehe ich gerade. Und ich glaube, wir befinden uns ja mittlerweile auch schon auf Bergisch-Gladbacher Stadtgebiet. Ich kann es gerade gar nicht genau sagen. Hier ist das mit den Städte- und Ortsbezeichnungen auf dem Garmin-Gerät, wie schon bekannt ist, immer ein bisschen schwierig, ne? Ja, geht auf jeden Fall voran. Wir werden auch später noch kurz vor unserem Ziel einen Zwischenstopp einlegen. Wo wohl? Beim Rewemarkt, standesgemäß, wie sich das gehört, ne? Und ja, bis dahin hoffe ich, dass wir da vielleicht nochmal irgendwann so einen kleinen Tümpel kommen, wo ich meinen Kopf mal reinhalten kann oder so. Es ist einfach Wahnsinn. Brütend heiß. Aber da müssen wir durch. Weiter geht's. Kurz vor 17 Uhr, Kilometer 20, herzlich willkommen beim Rewemarkt in Odenthal. Ist das hier Odenthal? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, was habe ich gesagt? Ja, Kilometer 20 und ja, ich habe hier gerade richtig wieder eingekauft. Der Großteil natürlich Getränke und Abendessen für heute Abend. Und als erstes möchte ich mir jetzt hier einen kühlen, oh Leute, geil, einen kühlen Lipton-Eis, Sparkling-Eistee mit Kohlensäure. Aber Sparkling ist doch schon Kohlensäure. Da steht Sparkling mit Kohlensäure. Also da steht, dass der Kohlensäure hat und mit Kohlensäure ist. Egal. Hinein damit. Prost. Ah, geil. Der ist so kalt, der macht Hirnfrost. So muss das sein. Ja, damit würde ich sagen, haben wir nur noch vielleicht 5 oder 6 Kilometer bis zum ausgemachten Treffpunkt. Ja, Leute, was soll ich noch groß reden? Ich packe es zusammen und dann geht es ja auch gleich weiter.
So, da haben wir auch gerade den Altenberger Dom schon sehen können. Und Leute, ihr glaubt nicht, wie schön das ist, so eine Drohne über sich zu haben. Das macht so einen richtig schönen, kühlen Wind. Einfach herrlich. Vor allem, wenn man so schön gespitzt ist, das wird dann richtig kühl alles. Ich habe dann aber oft das Problem, dass mir hier im Nackenbereich, wenn das zu kalt wird durch den Wind, dann kriege ich da so Schmerzen, dass ich das nicht richtig bewegen kann. Ich glaube, da sagt man, dass man Zug bekommen hat oder so, ne? Aber das ist mir jetzt egal, das tut einfach richtig gut. So, da sind wir auch schon da. Jetzt bin ich gerade schon an der Hütte hier vorbeigelaufen. Und zwar, was haben wir? Zwei Minuten vor 18 Uhr. Also pünktlicher geht es ja nicht mehr. Richtig geil abgepasst. Und 23,67 Kilometer gelaufen. Jetzt müssen wir erstmal Demo-Modus einstellen. Genau, hier ist die Hütte, liebe Leute. Die Schutzhütte, die auch einen Namen hat. Ja, Gastgeber ist noch nicht da. Die wird sich vielleicht ein paar Minuten verspäten. Ist aber auch kein Problem. Also, toll hier. Platz für zwei Leute. Muss man vielleicht gar nicht das Tarp aufspannen. Boah, aber jetzt bin ich doch richtig fertig. In der Hitze hier, Wahnsinn. Und ich weiß auch warum. Denn ich bin heute Morgen schon ohne Kamera schon 21 Kilometer zum Frühstück gelaufen. Damit haben wir dann heute wieder den Marathon voll. Ja, und das erklärt auch, warum es dieses kurze Stück so reingehauen hat. Vor allem jetzt die letzten Meter vom Rewe-Markt aus. Mit dem Gepäck wieder etwa 7 bis 8 Kilogramm mehr auf dem Rücken. Das zerrt schon an den Kräften, ne? Kann man nicht anders sagen. So, da unten, wie es Garmin versprochen hat, fließt ein Bach. Tja, aber da hinzukommen, schwierig. Weil da habe ich mir erhofft, frisches Duschwasser rauszukriegen oder vielleicht mich mal in den Bach reinlegen zu können. Einfach so toter Mann, so dieses kühlende Wasser über den geschundenen, überhitzten Körper laufen zu lassen. Gut, jetzt warten wir erstmal auf den Gastgeber und dann sehen wir weiter. So, da haben wir es mittlerweile 17:45. Ich habe jetzt meinen Rucksack schon mal so weit ausgebreitet, ohne mich hier breit zu machen. Die Besitzverhältnisse müssen natürlich gleich noch geklärt werden, wie wir uns hier zum Schlafen hinlegen. Aber dass das für mich gleich so ein bisschen schneller geht, schon mal alles griffbereit zur Hand zu haben. Ja, der Gastgeber ist wie gesagt immer noch nicht da. Ich sag so scherzhaft Gastgeber, ne? Ist natürlich einfach nur der Kollege, mit dem ich mich treffe. Ne? Also Gastgeber ist das falsche Wort, aber ich finde das ganz witzig, ihn als Gastgeber zu bezeichnen. So, gehen wir mal hoch auf den Weg hier. Er müsste nämlich von links kommen. Er wird sich nämlich aus Solingen hier nähern. Ne, wir kommen aus völlig unterschiedlichen Richtungen und treffen uns hier heute in der Mitte. Ja, guck mal, da ist er doch. Ich habe gerade noch gesagt, du kommst von links. Nee. Wieso kommst du von rechts? Weil ich von da oben überall hergelaufen bin. Er ist überall hergelaufen. Salve. Ja, grüß dich. Ah. Genau, das ist der, ich habe dich die ganze Zeit als Gastgeber schon angepriesen. Siehst ziemlich fertig aus. Ich bin auch fertig. Wie viele Kilometer hast du hinter dir? Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Keine Ahnung, ziemlich fertig. 30,1. In der Hitze, starke Nummer. Ja, dann links runter ist die Hütte. Gut, ich wollte gerade mal hier gucken. Der Jörg ist wirklich richtig fertig. Junge, bei dem Wetter hier kein Wunder, ne? Auf jeden Fall ist das hier die Hütte Spetzrader Mühle. Und hier stand einst ein Wohnhaus und hier steht bewohnt bis 1955. Einen Stall gab es da auch noch und jetzt steht hier nur noch eine Mauer, vielleicht ja, die Grundmauer oder so. So viel hier zur Location. Und damit gehen wir mal runter zum Jörg. Ah, aber schön, dass das so geklappt hat. Klasse. Ja, gehen wir mal rückwärts, dann könnt ihr auch mal so sehen hier. Mit der Sonne ist das eh besser für euch zu sehen. Hoffentlich falle ich jetzt nicht hin, Leute. Ganz schön steil. So. Ja. Was ist passiert? Verlaufen? Nee, ist alles so geplant. Alles so geplant, ja, ist alles gut. Keine Ahnung, wie viele Höhenmeter, 600, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall bin ich... Ja gut, du kommst aus der anderen Richtung, da sind ein paar mehr Höhenmeter dran. Mittelmäßig. Ne? Nicht am Arsch, aber hier, ne? Alles das ist, ja, klar. Na, die letzten, keine Ahnung, 5 Kilometer den Rucksack einfach nach hinten hängen lassen. Ja, den Beckengurt anziehen, dass das Gewicht komplett auf der Hüfte ist. Und die Gurte noch dazu da sind, dass der nicht nach hinten wegklappt, ne? Ja, so fühlt sich ein Wanderer, wenn er eben so viele Kilometer geschrubbt hat. Aber das ist auch ein schönes Gefühl, ne? Wenn man dann zur Ruhe gekommen ist und gleich was Schönes zu essen bekommt und geduscht hat, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus.
So, der Lageraufbau schreitet voran. Der Jörg baut hier nebenan seine Hängematte auf. Das gucken wir uns später mal separat an. Der ist ja noch schwer beschäftigt. So, auf jeden Fall freue ich mich, hier zwei neue Produkte testen zu dürfen. Und zwar aus dem Hause Alpin Lohacker. Das ist eine österreichische Firma, die seit 1993 existiert. Ist ein ähnlicher Betrieb wie, ja, vergleichbar wie Globetrotter, aber eben aus Österreich. Und die haben eine eigene Hausmarke entwickelt. Und da wurde ich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, bestimmte Produkte zu testen. Und ja, ich war von zwei Produkten sehr angetan. Und zwar fangen wir hier mit der Alpin Lohacker Ultralight Pro. Das ist eine ultraleichte Isomatte, Luftmatratze, vergleichbar mit der, die ich die letzten Jahre, fast schon 10 Jahre benutze ich die jetzt, von Thermarest. Und da kommt langsam auch, die wird langsam undicht, und da kam mir dieses Angebot gerade recht, dass ich hier eine neue Luftmatratze testen könne. Habe ich mal zu Hause nachgewogen, die wiegt mit Verpackung, wiegt die 578 Gramm. Meine alte wog 413 Gramm. Damit ist sie 165 Gramm schwerer, aber auch etwas dicker und verspricht dadurch natürlich etwas mehr Komfort. So, die ist hier schön eingerollt. Rollen wir sie mal aus. Ja. Da gibt es hier nämlich auch einen solchen Aufblassack. Der erinnert mich rein optisch schon mal an meine Pocket Shower. Nur mit diesem Verschluss hier oben. Damit soll man das Ding dann aufpusten können. Ja. Gibt es auf jeden Fall auch wohl Anleitungsvideos auf www.alpinlohacker.com. Aber wir beißen uns hier natürlich so durch. Ne? Also, den einfach mal ausrollen. So, das ist hier oben das Ventil. Okay. Dann haben wir hier ein Gegenstück. Das wird hier quasi so zusammengeklippt. Ich muss auch noch was näher ran hier. Hier kann man das hier so ineinander reinstecken. Klack. So, jetzt bin ich mal gespannt hier mit dem Luftsack. Ah, sehr gut, läuft. Ich denke, im Prinzip ist klar, ne? So ein bisschen auflockern. Zusammen knütteln hier oben und einfach dann. Ey Leute, das geht richtig gut. Da wird aber auch gar nicht schwindelig von und nichts. Geil. Ja, du wirst lachen. Wenn ich meine alte Luftmatratze aufgepustet habe, da habe ich immer Sternchen gesehen. Ne? Ja, ich bin da auch. Also, muss ich wirklich sagen, davon bin ich schon mal sehr, sehr positiv angetan. Das ist eine richtig gute Idee. Auch das Material von dem Blasebalg ganz weich und dünn. Klasse, Leute. Also Sachen gibt's, soll man nicht meinen. Ja. Da kann man auch richtig Druck aufbauen. Ja, fühlt sich sehr gut an. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob hier so ein Rückschlagventil drin ist. Ja, selbstverständlich. Geil, das Ding bleibt dicht. Das heißt hier, komme ich auch noch mal ran. Da würde mir jetzt hier, wenn man die Luft rauslassen wollen würde, diesen schwarzen, ja, dieses Rückschlagventil mit dem Finger reindrücken, dann wird die Luft rauskommen. Ne? Das sparen wir uns jetzt, weil die ist schön aufgepumpt. So, Deckel drauf. Alpin Lohacker Schrift nach oben, das ist das Kopfteil. Und ihr seht auch vom Schnitt her, die wird zu den Füßen hin, wird die schmaler. Ne? Da brauchen wir weniger Platz und nach oben hin wird sie eben breiter. Leute, also sie macht einen sehr guten Eindruck. Die ist auch schon mal etwas dicker als meine alte. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall Freunde werden. Ja, das nächste wäre dann hier der Alpin Lohacker Sommer Daunen Schlafsack, ultraleicht. Habe ich auch zu Hause nachgewogen. Der wiegt tatsächlich nur 496 Gramm. Ist damit 176 Gramm leichter als mein alter Sommerschlafsack. Ne? Das ist eben ein Daunenschlafsack, das ist natürlich extrem leicht. Auch hier soll es eine Videoanleitung dazu geben. Aber auch das machen wir natürlich hier selber. Ne? Das machen wir hier ganz einfach auf. Mit dem Deckel hier.
Dann der klassische Verschluss hier mit dem Bändchen. Man kennt das halt, ne? Ja, bin ich mal gespannt. Dann ist der Schlafsack. Super. Leute, geiles Teil. Also etwas dicker als mein alter Sommerschlafsack. Und dadurch, dass er natürlich eine Daunenfüllung hat, wird er auch, denke ich, besser isolieren als so eine Kunstfaser. Ne? Behaupte ich einfach mal. Also, das macht alles im Allen einen richtig guten Eindruck, muss ich sagen. Und was mir auch direkt auffällt, der Schlafsack ist obenrum sehr, sehr breit. Ja? Das finde ich auch sehr gut, denn mein alter Sommerschlafsack, der war obenrum eher schmal. Das ist ja schon mal, also konnte ich nicht meine Arme so ausstrecken von mir. Also, das verspricht alles, eine wirklich tolle Nacht zu werden hier. Dazu gibt es dann natürlich mein altes Kissen. Das benutze ich mit dabei. Ja, so sieht das Setup, Schlafsetup für die Nacht aus. Und ja, wie ich darin geschlafen habe etc., werde ich natürlich morgen früh berichten. Und auch heute Abend, wenn ich mich reinlege, werde ich noch ein bisschen darüber erzählen und gucken, ob das was taugt alles. Und so würde ich sagen, als nächstes müssen wir mal duschen gehen. Ach ja. Dem Jörg seine Schlafkonstruktion nimmt da auch Gestalt an. Der schläft, wie gesagt, in der Hängematte. Da drin liegt eine Isomatte. Und ja, wir ziehen jetzt mal los, Wasser für die Pocket Shower zu besorgen. Willst du auch duschen? Ich habe eine Flasche Wasser dabei. Ich bin da nicht dabei. Also ich mache mich auch sauber, aber okay, anders. Gut, dann ziehen wir mal los. Ich glaube, da hinten gab es nämlich eine Möglichkeit, runter ans Wasser zu kommen. Viel Erfolg. Ja, viel Erfolg. Genau, weil hier runter, wie gesagt, da ist nur Brennnessel. Und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Aber ich denke, da hier ja früher diese Mühle war, muss es ja einfach irgendwie einen Weg runter geben. Ne? Weil was soll eine Mühle da, wenn die nicht ans Wasser rankommen? Vielleicht war das auch früher der Weg oder das Mühlrad hing woanders. Leute, ich habe keine Ahnung. Ne? So, also, freut mich richtig, dass das mit Jörg hier geklappt hat. Ne? Aber der ist wirklich richtig fertig, der arme Kerl. Da konnte ich dem richtig ansehen eben. Ne? Ist natürlich, wie gesagt, bei dem Wetter kein Wunder. Aber oh, das riecht hier so schön nach Harz, wie in ja, so ein bisschen wie auf Mallorca, so dieses mediterrane Harzduft, wenn man da in den Wäldern ist. Ne? Klasse, Leute. Ach, ich finde Düfte so was Feines. Einfach toll. So, hier ist die Stelle. Ich glaube, ja, hier sieht es gut aus. Hier kann man runter. Ja, das scheint mir so ein alter, wie heißt das, Wirtschaftsweg zu sein, wo früher vielleicht der Förster oder so im Auto lang gefahren ist oder vielleicht noch länger zurück. Da sind die Leute hier mit Kutschen gefahren, wer weiß. Das sieht schon sehr alt hier aus. Oh ja, aber trotzdem sehr steil. Da unten ja, könnte man ran ans Wasser. Ich weiß aber nicht, ob ich da wieder hochkomme. Also runter ist ja dank der Gravitation niemals ein Problem, ne? Aber dann später eben das Hochkommen. So, hier geht es natürlich ein bisschen weiter abwärts noch. So, hier. Okay, hier kommen wir. Ja, ich versuche es mal. Hier ist noch eine Tanne umgefallen. Das könnte jetzt ein bisschen eng alles werden hier. Aber wir geben unser Bestes. So. So. Schlagen wir uns hier noch durch. Ja, Leute, geil. Da kommen wir, denke ich, gleich ziemlich gut ans Wasser ran. Das ist sehr gut. Ich scheuche aber gerade jede Menge Flugviecher auf, ne, die hier friedlich im Bodengebüsch sitzen. Denken sich auch, was mäht der da, ne? So, super Leute, hier kommen wir richtig ran ans Wasser, da sind wir schon dran. Boah, hier sind so viele Fliegtiere wieder, ganz schlimm. Das erste, was ich hier finde, eine Scherbe von einer alten Tasse oder von einer Schüssel oder sowas. So, hier können wir auf jeden Fall jetzt die... Oh, Leute, ist das schön. Oh. Herrlich. Also auf jeden Fall bin ich jetzt schon so weit wieder abgekühlt, dass ich doch nicht mehr das Verlangen habe, mich hier reinzulegen. Eben wäre ich wirklich gerne reingesprungen, ja. Aber das ist jetzt doch zu kalt, ne? Aber mit den Händen ist das doch gerade ganz angenehm. Ja, so würde ich sagen, machen wir mal die Pocket Shower voll und dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen zum Duschen.
So, liebe Leute, der Duschsack hängt, das Wasser ist aufbereitet. Ich stehe hier von der Hütte weg, weil da ist keine Möglichkeit, das irgendwie aufzuhängen sinnvoll. Hier verläuft jetzt der Weg entlang und wenn Wanderer oder so vorbeikommen, ist das halt so. Aber ihr wisst, ich muss hier duschen, sonst... Oh, herrlich, Leute. Oh, ist das gut. Na, ich habe das ja so leicht angewärmt eben, etwa 1 Liter. Das war so, ja, nicht ganz am Kochen. Und das ist jetzt eine richtig tolle Abkühlung. Leute, geil, 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 geil. Und vor allen Dingen eben auch mal mehr als nur diese schäbigen 1,5 Liter. Ne? Ich habe jetzt etwa 4 Liter in der Dusche drin. Da kann man so ein bisschen ausgiebiger duschen. Toll. Ja, jetzt haben wir schon wieder die ersten Mücken und wahrscheinlich auch Bremsen zugestochen, zugeschlagen. Am Arm juckt es wie Sau. Dann gerne auch an den Waden. Ne? Also ich muss jetzt gleich hier, wenn ich hier raus bin, mich sofort auch wieder mit dem Diet einsprühen. Ne? Sonst werde ich hier die Nacht echt nicht glücklich werden. Ne? Und Rückzug. So, liebe Leute, frisch geduscht und richtig in Diet gebadet, ja. Oh, herrlich. Geht es jetzt hier ans Kochen? Ich mache heute wie immer Maultaschen, aber dazu habe ich mitgebracht die schönen Cherry-Tomaten, den Rest von zu Hause aus einer Dose von meiner Freundin. Darf die wieder nicht wissen. Dazu das Ganze angebraten mit Speckwürfeln und habe ich eben noch beim Rewe gekauft, eine neue Flasche Wusterzaus. Ne, die gibt dem Ganzen so ein bisschen Würze. Und Leute, was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich vergessen, eben eine Buttermilch zu kaufen. Ja, kannst du dir vorstellen? Nee. Also der Tag ist eigentlich gelaufen. Also ne? Ich glaube, du könntest einfach zurückgehen nochmal und dann nochmal nachlegen. Ja, ist tatsächlich nicht so weit. 2,5, 3 Kilometer bis Odenthal zurück. Aber ist halt blöd, ne? Dann begeben wir uns heute halt mit dem Diät-Zeug zufrieden. Sehr gut. Jörg, was gibt's bei dir zu essen? Chili con carne, aber ohne Hackfleisch. Chili con carne ohne Carne, sehr gut. Genau, Chili sin carne. Chili sin carne, richtig. Sin carne. Ja, klingt auch gut. Dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren. Auf geht's. Los geht's. So, liebe Leute, Essen ist dann endlich vorbereitet. Also das duftet hier wunderbar. Bei mir. Sieht auch äußerst lecker aus. Ja, Chili con carne. Also was hast du da gemacht jetzt? Nur? Ja, ist ein bisschen viel Wasser drin. Ne? Sehr suppig, ne? Okay. Ja, gut, aber ist egal. Ja, dann hau mal rein. Probier mal. Hm? Ja, läuft. Chili con carne halt, ne? Chili con carne. Ohne Hackfleisch. Okay. Auf jeden Fall gibt es ja hier bei mir den Reis mit der Pilzsuppe. Ja, einfach mal probieren. Habe ich in der Form, glaube ich, auch noch nicht zubereitet. Aber dafür die Maultaschen angebraten mit Speckwürfeln und der Wusterzaus. Leute, ein Gedicht.
Er sieht aber, auch äußerst lecker aus. Dankeschön, aber die Buttermilch fehlt. Die fehlt mir wirklich, ne? Hat richtig schön kühles, milchiges, aber hier, der Diet tut es dann auch. Grapefruit, Pink Grapefruit, Prost. Prost, ich bleib bei meinem Geroldsteiner. Ja, meine Frau hat frische Buttermilch gekauft, extra hierfür. Ja. Aber die habe ich auch zu Hause vergessen. Sollte aber heute nicht sein. Aber es wäre halt nur normale Buttermilch gewesen, ne? Ist egal, aber sollte heute mal nicht sein. Herzlich willkommen zurück. Bevor es weitergeht, gehen Grüße an folgende Kanalmitglieder raus. Tobi Kuh, Stefan H., Jack Prochetto, Jenny W., Hansi 1904, Alexandra geht raus. Hello, wir sind mal wieder am Start mit Katja Psychisch. Nein. Barbara Azul von Dannen. Chris und Liz am Limit. Herzlich willkommen zur Folge 10 und damit zur vorletzten Folge unserer 1400 Kilometer Challenge. Der zwei Niederrheiner. Tiki Tiki, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wie immer bei bestem Sonnenschein. Und Thomas auf Wanderschaft. Hey Leute, Thomas hier. Herzlich willkommen heute in Solingen. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung meines YouTube-Kanals. So, da haben wir es mittlerweile 21:45. Wir haben fürstlich gespeist. Hier geht auch langsam so die Abendstimmung los, ne? Konnte man gerade schon den Sonnenuntergang sehen. Der Mond ist da oben auch schon draußen. Ja, und der liebe Jörg hat hier schon zweimal für Erheiterung gesorgt. Beim ersten Mal hat er sich eben seine Schüssel mit Chili con Carne, diesem aus der Hand geflitscht und hat sich über seine Hose verteilt. Komplett. Ja, Großteil auch auf dem Tisch. Ja, dann haben wir weitergegessen. Jetzt eben wollte er die Schüssel so ein bisschen ausspülen und stellt sich hier an das Gebüsch ran. Da flitscht ihm die Schüssel wieder aus der Hand genau in die Brennnesseln rein. Deswegen ist er jetzt hier mit einem Selfie-Stick bewaffnet, genau. Um selbige... Taschenlampe. Und jetzt pummeln wir das mal hier raus, das Ding. So. Mal, da kannst du mal reinfinden, da unten liegt das Ding. Kann man das sehen? Kommst du da rein? Ach, guck mal, da kommen die ganzen Flattermänner. Und das sehen die auch, ne? Da liegt sie, sehr gut. Ja, Leute, sowas passiert hier halt, ne? Jörg, ist ja auch übrigens dein erstes Mal, dass du draußen übernachtest, ja, ne? Ja, das ist vollkommen richtig. Richtig? Das wird auch das letzte Mal sein, wenn das hier so weitergeht. Wird das letzte Mal bleiben. Nee, kleiner Scherz. Ja, hat auch schon sich eben so ein bisschen darüber geäußert, dass das wohl einem YouTuber zu schulden ist, weswegen er hier einen Overnighter jetzt zum ersten Mal macht. Ja, wer das ist, das könnt ihr dann bitte schon raten. Ja, dieserjenige war, glaube ich, ich gewesen, ne? Ja, ich glaube das auch. Ja. Nee, finde ich eine tolle Sache. Ich hatte sowas früher auch bei den Pfadfindern schon immer wieder mal gemacht. Ich war lange Jahre bei den Pfadfindern gewesen. Da gab es dann auch so Sachen, da ist man dann auch mal zu zweit losgezogen und ist einen ganzen Tag lang gehiked. Also hiken haben wir damals schon gesagt, um dann am zweiten Tag dann irgendwie nach der Übernachtung wieder zu der eigentlichen Truppe zuzustoßen und solche Sachen. Oder man ist auch mit mehreren Leuten mal gegangen. Also ich kenne das eigentlich schon von ziemlich früh her, ne? Der Jörg kennt es im Grunde auch von der Bundeswehr. Aber nicht so in der Form. Also bei der Bundeswehr war das ja Drill und tralala. Ja. Das, was wir hier machen, ist im Prinzip alles freiwillig, ne? Ja, aber auch ein bisschen Drill, ne? Ich meine, die 30 Kilometer in der Hitze. Ja, aber das machst du freiwillig halt, ne? Ja, klar, das klar. Zwingt dich halt keiner dazu. Ja. Du kannst natürlich jetzt sofort sagen, so, ich ist vorbei, ich fahre jetzt nach Hause, ne? Genau. So. Das geht bei der Bundeswehr nicht, ne? Ich glaube, ich sag mal so, wenn du... Ärger, ne, ja, ich. Es ist nicht so einfach, ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Entschuldigung. Genau, weil bei der Bundeswehr bin ich ja nicht gewesen, obwohl ich glaube, dass ich da sehr gut aufgehoben gewesen wäre. Ne? Ich glaube, die suchen ja auch so hin und wieder so Einzelkämpfer. Und ich glaube, ich wäre der gewesen, der zu Fuß überall hingegangen wäre. Ne? Aber die wollten mich nicht, ne? Was willst du machen? So, der Jörg versucht jetzt zweite Mal seine Schüssel zu spülen. Was ist denn das für ein Teil? Sag mal. Das ist hier so ein Plastik, fimschiges. Einfach aus der Hand schnipst, so, ne? Ja, da unten ist da der ganze Chili con Carne noch dran vom ersten Mal. Ja, das muss alles mit nach Hause. Ja, Leute, wie gesagt, hier geht's jetzt abendlich zu Gange langsam, ne? Ich hätte eigentlich die Buschbox auch mitnehmen können, oder? Ja. Aber gut, haben wir nicht. Gehen wir nochmal hier hoch auf den Weg. Hier reiten auch so Leute auf Pferden lang, haben wir eben schon gesehen. Auch so ein Hobby von manchen Leuten, ne? Habe ich mir in Köln eben so überlegt. Ich meine, man darf ja, glaube ich, auch mit dem Pferd über die Straße reiten oder so, ne? Braucht man wohl auch keine besondere Genehmigung, glaube ich. Ja, Leute, so sieht das hier aus. Da oben der Mond. Gibt es ein schönes Lied von Jürgen von der Lippe. Der Mond ist voll, genau wie du. Vielleicht kennt das einer von euch. Ich
Ich möchte es nicht weiter singen, aber ein sehr schönes, unterhaltsames Lied. Irgendwas aus den 80er Jahren. Ich habe das auf Schallplatte zu Hause. Habe ich eine ganze Zeit rauf und runter gehört. Hier sehe ich gerade eine ziemlich dicke, schwarze Nacktschnecke. Die gibt es ja auch in den dollsten Farben. Manche haben so eine richtige, die sehen aus wie so ein Tiger, ne? Die ist halt schwarz. Viele sind auch rot. Ja, und der ist auch schön warm. Die zieht sich direkt zusammen. Also ein bisschen ärgern macht schon Spaß, ne? Ja, lassen wir sie mal hier kriechen. Schnecke, ne? Ja, ich denke, da werden auch einige Schnecken auf meinem Schlaflager diese Nacht hier rumkrabbeln, ne? Aber egal, macht nichts. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt gleich hier, ne? Mal gucken. Lohacker, Luftmatratze, Luft ist noch drin, läuft, das ist sehr gut. Beim Jörg nochmal gucken. Der verdrischt gerade seinen Kochbecher da. Ja, muss gleich noch ein bisschen Luft lachdingsen hier. Genau. Jörg, wie gesagt, hier mit einem in der Hängematte, mit einem Moskitonetz drüber. Wird spannend. So, da haben wir es mittlerweile 11:45. Ich habe mit Jörg die ganze Zeit noch gesessen und unterhalten hier vor der Hütte. Ich habe in meinem Helinox-Stuhl gesessen, er daneben auf der Bank. Und jetzt haben wir gerade schon die Zähne geputzt. Der Jörg hat hier gerade noch hier oben den Müll aufgehangen. Ja, ja. In weiser Voraussicht, weil hier laufen sehr viele Mäuse rum. Ich dachte eben schon, das war eine Ratte gewesen, aber wahrscheinlich war es doch eine sehr große Maus. Ja, die rannte da über meine grüne Isomatte drüber, ne? Ne, über die grüne Zeltunterlage. Ja, und Zähne geputzt, wie gesagt, jetzt geht's hier langsam ins Bett. Jörg, dann zeig mal deinen Palast hier, wo du so schläfst. Ich zeig mal meinen Palast. Wo ist der Reißverschluss nochmal? Hier vorne ist er, guck mal. Ach ja, ich bin mal gespannt, was das für eine Nacht wird. Ja. Hast du mal nachgepumpt? Das ultrafette, der ultrafette Schlafsack. Ich habe noch mal ein bisschen nachgepumpt, ja. Wenn du mal fühlst, ist es ordentlich fest jetzt. Oh ja, da kannst du auch schlafen. Ja, Kissen brauche ich, glaube ich, keins hoffentlich. Ansonsten packe ich mir noch irgendwie ein T-Shirt oder so was da rein. Ja, das ist echt geil. Sehen halt, für die Powerbank hast du auch so eine kleine Tasche, ne? Ja, genau. So eine kleine Tasche da, kann das Telefon laden. Ja, wie so ein Mini-Zelt, ne? Voll. Ja, läuft die auf jeden Fall. Ich lege ich jetzt mal in mein neues Lohacker-Schlafsystem, werde gleich noch berichten. Und so würde ich sagen, Jörg, ich hoffe, du schnarchst nicht. Ich hoffe auch nicht. Ja, also wir werden es erleben. So, weil ich schnarche selber, sagt meine Freundin, ne? Lass uns einfach überraschen. Vielleicht sind die Tiere auch lauter. Genau. Voll. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh bei Sonnenlicht wieder, genau. Gute Nächtle. Gute Nächtle. Also ziehen wir es rüber in meinen Schlafbereich, außerhalb der Hütte. Und dann lege ich mich erstmal hin hier. Ja, also das war der erste Eindruck hier. Fühlt sich gut an und ist auch schön dick hier. Ich lege hier sehr, sehr gut drauf. Das Problem ist halt, es ist ein bisschen leicht abschüssig, sodass ich wahrscheinlich hier im Laufe der Nacht immer weiter runterrutschen werde. Aber da vorne kein Abgrund ist, soll das kein Problem sein. Auch kurz die Rückenliegeprobe auf der Isomatte. Ja, Leute, geil, das Ding tut's. Ja? Ja, damit würde ich sagen, werde ich morgen früh berichten, wie die Nacht tatsächlich gelaufen ist. Verabschiede mich damit von euch. Tausche jetzt die Sonnenbrille gegen die Schlafbrille aus. Sage gute Nacht und bis morgen früh. So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen um 6:45 in der Früh. Also ich muss sagen, ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Ich habe nur gerade die Sonnenbrille auf, ich habe total verquollene Augen. Ich sehe richtig, richtig schlimm aus, also deswegen, ne? Ja, also das erste Mal hier, der Jörg, der ist da nebenan schon seit über 2 Stunden am Hantieren. Der hat hier Kaffee gekocht schon, seinen zweiten Kaffee trinkt er gerade. Der hat schon Wildschweine beobachtet, die da unten am Fluss, an dem Bach rumhantiert haben. Der hat Hirsche oder Rehe gesehen. Was war es noch, Jörg? Und Eichhörnchen. Eichhörnchen waren es, genau. Das waren die gefährlichsten Tiere, die hier aktiv waren, genau. Ja, auf jeden Fall, ich habe hier wirklich richtig gut geschlafen. Der Schlafsack
Der hat mich nicht enttäuscht, der ist richtig gut. Und vor allem gut hat mir gefallen, dass der obenrum so breit ist. Ja, dass man da mit dem Oberkörper nicht irgendwie hängen bleibt und auch die Arme im Schlafsack auch schon mal abspreizen kann. Das war richtig klasse. Die Isomatte bzw. Luftmatratze auch sehr gut. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass die sich nach unten hin eben verjüngt. Ja, da bin ich mit den Beinen immer wieder runtergerutscht. Hing natürlich auch damit zusammen, dass ich hier in einem Gefälle liege, was nach unten und zur Seite zeigt. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen anders platzieren müssen. Aber die Matratze an sich, auch obenrum relativ breit, kann man gut drauf liegen. Also alles in allem eine richtig gute Neuanschaffung, will ich mal sagen. Wie gesagt, ich hatte meine alte Thermomatte. Ja, jetzt etwas um die 10 Jahre ist die ja in Betrieb. Und da muss man natürlich sehen, ob diese Matratze genauso lange halten kann. Meine alte Matte wurde auch langsam undicht. Die hat immer wieder so, da ist irgend so ein Mikroloch drin. Ja, das heißt, da musste ich morgens schon mal ein bisschen nachpumpen. Aber nach über 10 Jahren Betrieb darf sowas mal passieren. Ob die hier genauso lange hält, wird der Langzeittest jetzt zeigen. Das wird auf jeden Fall meine neue Matratze werden, genauso wie der Schlafsack. Ich bin da richtig positiv überrascht. Also noch hier mal Alpin Loacker Sommerschlafsack. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung, da findet ihr die entsprechenden Links dazu. Ja, so würde ich sagen, stehe ich jetzt auch mal auf hier, Zähne putzen und dann geht es ja auch schon langsam wieder nach Hause. Also das Zusammenrollen von der Luftmatratze hier hat gerade, muss ich sagen, keinen Spaß gemacht. Das lag daran, dass dieses Rückschlagventil immer wieder zugegangen ist und damit ein Zusammenrollen und das Rausdrücken der Luft nicht funktioniert hat. Man musste immer wieder mit dem Finger das Ventil reindrücken. Ich habe es jetzt nach außen hin rausgezogen. Das ist so eine Gummilippe, dann hat es funktioniert. Ist natürlich auch so ein bisschen Übungssache. Ich denke, beim nächsten Mal wird das schon deutlich besser klappen. Ja, und ich sehe gerade, was haben wir hier noch? Ah, da wäre auch direkt ein kleines Reparaturset mit dabei, so eine Tube Kleber, beziehungsweise wahrscheinlich Vulkanisat oder sowas wird das sein. Kann ich gerade nicht erkennen. Ja, und eben ein Flicken, falls das Ding mal undicht wird, das hängt hier mit in dem Sack drin. Ja, aber wenn man das dann einmal zusammengerollt hat, dann ist es auch gut und dann kann man das super verstauen. So, lieber Jörg, der Abbau geht voran. Wie hast du denn geschlafen in deiner Hängematte da? Eigentlich ganz gut. Für 4 Stunden und 2 Minuten. 4 Stunden geschlafen hat der Kerl. Ja, ist verrückt, ne? Ja. Aber ich bin halt irgendwie nicht anders gewöhnt, so früh aufzustehen. Wir sind ja auch relativ spät ins Bett, das mache ich normalerweise nicht. Aha. Aber gut. Mir geht's gut, ich habe gut geschlafen. Ja. Das Wasser, das Plätschern da unten, das hat manchmal ein bisschen genervt tatsächlich. Echt? Ja, hin und wieder war das ein bisschen laut, je nachdem wie ich gelegen habe. Okay. Also ich finde das einen richtig guten Schlaftrigger, ne? Nee, dieses Rauschen. Nee, ich brauche absolut, also am liebsten schlafe ich bei absoluter Ruhe. Krass. Ja. Ich gehe zu Hause oft schon mal hin und mache mir einen Ventilator an, einfach nur um dieses Rauschen zu haben. Ja, das kann ich schon verstehen, aber nee. Also ich brauche am liebsten absolute Ruhe. Oder so ein bisschen Vogelgezwitscher oder irgendwie sowas. Ja. Aber mehr auch nicht. Also bei Vogelzwitschern werde ich zum Beispiel wach. Ja, bin ich heute Morgen tatsächlich auch, ja. Da kann ich überhaupt nicht schlafen, ne? Um kurz vor 5, 4 ja. Uhr, keine Ahnung, 45 oder irgendwie sowas. Ja, jetzt geht die Sonne natürlich. Dann habe ich schon noch eine Viertelstunde in meiner Hängematte gehangen und habe hier ein bisschen rausgeguckt und sowas alles. Ja, bis ich immer gesagt habe, nee, komm. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Und wie war das mit dem Schaukeln? Nee, war nichts. Okay. Hast du dich auch mal gedreht oder hast du wie so einen Stein drin gelegen? Ich habe hin und wieder tatsächlich das Bedürfnis gehabt, ja, aber ich habe es nicht gemacht. Nee. Mhm. Ich wollte eigentlich nicht, dass die Isomatte da verrutscht und sowas alles. Ja, das ist es nämlich. Also das finde ich auch persönlich in der Hängematte alles ziemlich unbequem. Ne? Das Drehen funktioniert nicht so, wie wenn du auf dem Boden oder im Bett liegst. Du kannst dich nicht so werfen, weil ich habe dann so Sorge, dass das reißen könnte. Also für mich ist Hängematte absolut nichts. Das hat die letzte Tour gezeigt. Ne?
Ja, also das war jetzt auf jeden Fall absolut in Ordnung so. Ja. Also würdest du wieder so machen? Ja, auf jeden Fall. Ja, so unterschiedlich sind die Vorlieben und Geschmäcker, ne? Ah, ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen herantasten an dieses ganze Thema, ne? Ja, klar, ich bin auch lieber Seitenschläfer, aber ich kann genauso gut auf dem Rücken schlafen. Ich glaube, man muss sich immer so ein bisschen der Lage auch anpassen. Ne? Ja. Und was ich gemerkt habe, also ich mache solche Touren auch, klar, halt alleine, ne? Aber dadurch, dass du jetzt mit dabei warst, hat sich mein Schlafen doch verbessert auf jeden Fall. Weil ich einfach mal, weil meine Aufmerksamkeit sich nicht so auf die Umgebung konzentriert hat. Weil ich wusste, da ist noch einer, mir kann nichts passieren. Ja. Ja? Weil wenn man so alleine ist, ist das doch, man hat so das Gefühl, angreifbarer zu sein. Ja? Und ja, durch das Dasein des Jörgs war es auf jeden Fall für mich deutlich entspannter. Ne? Ja, wobei, ganz ehrlich, angreifbarer in dem deutschen Wald ist ja auch... Psyche, ist alles Psyche, ne? Man weiß, das Einzige, was hier passieren kann, ist ein Wildschwein, was dann aufspießt oder so, ne? Ja, vorher spieße ich sie auf, ey. Ja. Nee, nee, aber mach ich natürlich nicht. Aber das ist wirklich so dieses Gefühl halt, ne? Das macht viel aus. Also du darfst gerne öfter mitkommen. Alles gut. Freue ich mich. Aber dann bitte mit ein bisschen weniger Höhenmeter und so Klamotten. Ja, ich meine, klar, ich habe mir die Route selber geplant, ne? In Zukunft werde ich das auf jeden Fall anders machen. Ja, ja gut. Lernen wir halt draus, ne? Das war jetzt aber nicht deine weiteste Tour, ne? Mit 30 Kilometern. Nee. Schon länger gemacht, ja. Also mit so schwerem Gepäck tatsächlich schon. Okay. Aber ja, gut, sonst so ist dann... ohne Gepäck oder leichtes Gepäck, das war ja über mehr als 50 Kilometer. Oh. Nach Köln damals. Bei dem Megamarsch. Was war das für Megamarsch? Wie viel weiter 3 oder irgendwie sowas. Okay. Ja. Okay, aber man muss auch der Fairness halber sagen, die Strecke war, was die Höhenmeter angeht. Larifari. Mhm. Wir gingen einmal runter ins Tal quasi und dann ging es im Prinzip wieder Richtung Köln. Das war also ein Höhenmeter. Überschaubar. Ja. Ich erst nach Düsseldorf-Benrath, dann bin ich übergesetzt auf die andere Rheinseite. Zons, Dormagen und dann Richtung Köln, ja. Da ist ja alles nur noch eben. Da ist doch. Ja gut, hier ne? NRW, das ist alles größtenteils Firlefanz von der Steigung, ne? Obwohl bei euch hier Wuppertal in dem Gebiet, da kannst du schon einen Höhenmeter schrubben, ne? Ja, da kannst du auf jeden Fall, hast du ja gesehen, ne? Ja, ja. Was da möglich ist. Ja, da geht auf jeden Fall einiges. Punkt 8 Uhr, die Hütte ist geräumt, die Rucksäcke, jetzt musst du deinen auch so drehen. Ja, genau, mach ich. Die Rucksäcke sind gepackt. Jetzt wäre die Krücke da. Die Krücke, genau. Ah. Jetzt geht's, wie viel Kilometer wohin? 12,7 Kilometer über Altenberg, Altenberger Dom nach Leverkusen-Schlebusch. Und dann in die Bahn und ab nach Hause. Also, auf geht's. Los geht's. So, und damit herzlich willkommen nach nicht mal 2 Kilometern hier am Altenberger Dom. Jörg, du bist das erste Mal jetzt hier, sagst du, ne? Das, obwohl er aus Solingen kommt. Wahnsinn. Und was sagst du dazu? Ja, ist schon imposant, ne? Ja. Also generell Kirchen interessieren mich schon, so von der Geschichte her, von so wie die gebaut sind, ne? Schon spektakulär. Nett anzuschauen. Ja, ja. Ist ja auch so, ich glaube sogar das Wahrzeichen vom Bergischen Land. Das ist sein? Genau, der Bergische Dom oder wie wird der genannt? Ah, da gibt es noch einen anderen? Der Bergische Dom. Ich meine, der wird auch als Bergischer Dom bezeichnet. Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich über, ist das der Bergische Dom? Kann sein. Auf jeden Fall über meinen Altenberger Dom habe ich auch mein eigenes Wandervideo gemacht, ist schon ein bisschen was her. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf dieser Tour hatte ich auch den Günther Blömer kennengelernt, einen begnadeten Heimatkünstler, der hier solche Modelle von Mühlen detailgetreu und funktional nachbaut. Das Video ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, so sieht das ja aus. Und jetzt geht es dann auch gleich weiter. Jörg, guck dir gerade noch, da ist so eine alte Tafel an dem Dom da. Ah ja, in dankbarer Erinnerung an Maria Zanders oder Sanders? Zanders, glaube ich. Zanders, ja. 1839 bis 1904. Sie gründete die Altenberger Domverein. Ich wollte Dominikaner jetzt lesen. Ja. 1894. Geil. Liebe Leute, weiter geht's.
So, Kilometer 5, 10 nach 9, herzlich willkommen schon in Leverkusen. Und ich habe gerade schon zum Jörg gesagt, also Leverkusen ist für mich eigentlich, besteht für mich nur aus Chemie und Bayerwerke, ne? Oder Schempark, wie es jetzt heißt. Ne? Ich wäre jetzt hier so blind ausgesetzt worden, das wäre für mich Bergisches Land oder irgendwas Ländliches. Aber auch das hier gehört zu Leverkusen. Das ist ja auch, grenzt ans Bergische Land an. Und ja, jetzt eben sind wir vom Altenberger Dom auch ein richtig steiles Stück bergauf. Das war der Bergische Mönch, Mönchspfad. Irgendwas mit Mönchspfad. Grafen- und Mönchsweg. Grafen- und Mönchsweg. Das sind diese Streifzug 6. Ja, diese Streifzüge. Die sind auch mit dem Bergischen Weg, hängt doch zusammen, ne? Ja, irgendwie, das ist alles. Ja, die Wanderregion hier, ne? Ja. Und Komoot wollte uns dann eben über so eine Wiese wieder führen. Und denke mal, boah, nee. Die Beine jucken schon genug von Mückenstichen. Und jetzt noch so Grünzeug da dran, was dann weiter rumjuckt. Dann haben wir jetzt hier mal auf Garmin-Navigation umgeschaltet. Haben auch direkt ein paar Kilometer weniger. Ne? Und steuern jetzt quasi schon direkt den Bahnhof an. Noch 7 Kilometer etwa. Ne, wir haben alle noch. Wir haben heute, was haben wir heute? Freitag? Heute ist Freitag. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag, genau. Ich habe natürlich gleich noch den Sohnemann abzuholen vom Kindergarten. Und dann passt das ganz gut, dass wir etwas früher zu Hause sind. Und da war so ein kleines Micro-Adventure mal wieder. Geile Sache. Kann man auch unter der Woche mal einschieben. So, fleißig geht's weiter, 10 vor 9, Kilometer 9 und jetzt überqueren wir gerade auf der Brücke den, den Obhofener Weiher. So, jetzt habe ich es erkennen können. Ein sehr schöner Weiher, der wahrscheinlich auch zum Baden einlädt. Hier kann man es sehen. Und jetzt ist wieder so langsam die Situation, ne? Die Sonne steigt immer höher, es wird immer heißer und man sieht da dieses glitzernde Wasser. Leute, das ist, das wäre so richtig geil, jetzt hier von da oben einfach mal hier reinzuspringen. Das sind etwa so um die 10 Meter werden das sein. Okay. Wenn man wüsste, wie tief das ist, können wir das ja riskieren. Aber so ein Weiher weiß man nicht. Der kann auch durchaus nur einen halben Meter tief sein. Wenn das Wasser dann so trübe ist, dann sieht man das eben nicht. Ne? Ja, der Jörg macht hier Multitasking, telefonieren und filmen gleichzeitig. Also Respekt an den Jörg. Oder Props. Props sagt man, glaube ich, in der Jugendsprache. Ne? Also, jetzt haben wir noch wenige Kilometer bis nach Schlebusch, Bahnhof Schlebusch, nämlich genau 4,2 und da melden wir uns dann wieder. So, da haben wir es Viertel vor 11, 12,9 Kilometer gelaufen mit 151 Höhenmeterchens. Herzlich willkommen am Bahnhof Leverkusen Schlebusch. Unsere Wanderung ist hiermit beendet. Eine Zweitagestour geht damit zu Ende. Jörg, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. Ich denke, dein erster Overnight ist auch sehr gut geglückt. Würde ich auch sagen. Übernachtung. Ja. Ich versuche diese Anglizismen eigentlich zu vermeiden. Ja? Egal, ich versuche in Zukunft von Übernachtung zu reden. Wanderung mit Übernachtung. Ja, damit ist diese Tour hier zu Ende. Abonniert gerne Jörg seinen Kanal. Video ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Track auf Komoot von mir könnt ihr auch gerne einsehen. Über Komoot ist auch unten alles verlinkt. Und damit sind wir raus. Madet Jod und tschüss.